Hallo Leute, heute habe ich für euch das Setportal von Macht der Erde Set vom Barbaren gemeistert. Was ihr dafür braucht an Equip. Ich habe jetzt nur 5 von 6 Teilen drin, wegen dem Ring des königlichen Punkts im Würfel. Dafür habe ich dann noch 3 Teile des Königsset reingenommen. Zusammenkunft der Elemente, Band der Macht, Höllenfeier-Amulett und das Wichtigste am ganzen Set, die Armschienen der Zerstörung. Die braucht ihr auf jeden Fall, weil ihr sonst nicht genug Damage macht. Was habe ich im Würfel? Da habe ich Ingeum, sehr wichtig, genauso wie Frostbrand, braucht ihr auch, um die Gegner einzufrieren. Und Ring des königlichen Punkts, hatte ich ja gerade schon gesagt. Bei den Skills habe ich seismisches Schmettern mit Permafrost, Sprung der Ruf des Areat, dann Erdbeben, eisiger Boden, Aufstampfen, Zerren und Zerschmettern und Schmettern, Sprint mit Marathon, Ruf der Uran mit Wut der Uran. Dann bei den Passiven habe ich Gabe von Bulkatos, Animosität, Unversöhnlich und ihr Däne Macht. Dann zeige ich euch noch schnell den Weg. Dafür geht ihr in Akt 2, die Stadt Caldeum. Dann müsst ihr hier den Weg einfach hochgehen und dann einmal gleich rechts um die Ecke und dann ist man auch schon fast da. Also der Weg ist ziemlich einfach auch wieder hier. So, ich hoffe, die töten mich hier nicht, damit ich das... Ich töte die mal eben so. Dann kann ich euch in Ruhe da gleich die Ziele zeigen. So, das letzte vier auch noch. So. Dann die Hauptziele. Treff jeden Elite-Gegner jeweils zuerst mit Sprungangriff, dann Aufstampfen und zuletzt Erdbeben in unter 6 Sekunden. Das Ziel ist eigentlich extrem leicht zu erreichen. Mir ist ein paar Mal passiert beim Versuchen, dass ich mal einen Skill vergessen habe und dann bin ich komplett gescheitert. Wenn du einen Skill vergisst, dann hast du komplett alles gescheitert. Das ist extrem nervig. Aber eigentlich ist es ganz einfach. Dann tötet eine Minute lang alle 10 Sekunden mindestens einen eingefrorenen Gegner. Das würde ich einfach am Anfang machen und wenn man das dann geschafft hat, wenn man das rum hat, dann kommt man auch den Rest des Portals ganz schnell durch und da muss man sich nur noch darauf konzentrieren, alle Gegner zu töten und wenn man dann halt einen Elite-Gegner hat, dann muss man nur noch die Skill-Reihenfolge beachten und ja. Bei der Meisterschaft schließt alle Ziele innerhalb der vorgegebenen Zeit ab, das ist eigentlich auch ziemlich einfach zu erreichen. Mit Ruf der Uhr an hat man nochmal den Vorteil, dass wenn man ein kleines Vieh übersieht, weil da sind sehr viele kleine Viecher am Rumrennen, dass die den automatisch angreifen und dann man sieht dann einfach, dass da noch jemand, dass da noch eins ist. Und das hat mir auf jeden Fall geholfen. Werdet ihr dann gleich auch sehen, wie viele kleine Viecher da auf jeden Fall rumlaufen. Und ja, wie immer würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Und die anderen Z-Portale lade ich ja auch hoch. Und viel Spaß beim Video.